Überraschend genial, surprisingly genius, das ist der Slogan der Wirtschaftskammer Österreich und Advantage Austria. Wir treffen jetzt für euch einige der Größen der Videospielbranche aus Österreich. Die Videospielbranche in Österreich gedeiht. Ja, schönen guten Tag. Die Videospielbranche gedeiht in Österreich. Wir haben in den letzten Jahren auch aufgrund der Pandemie als Krisengewinner die Zahlen verdreifacht, was die Anzahl der Firmen in Österreich betrifft, die in dem Bereich arbeiten, als auch den Umsatz, als auch die Wertschöpfung, die im Land gemacht wird mit Spieleentwicklung. Gibt es dazu ein bisschen konkretere Zahlen? Also wie hoch beläuft sich der Umsatz der Videospielbranche? Die österreichischen Firmen machen circa etwas mehr als 90 Millionen Euro Umsatz pro Jahr mit circa 140 Firmen und etwas mehr als 1000 Mitarbeitern. Und die Wertschöpfung ist circa bei 250 bis 280 Millionen. Das heißt, die österreichische Videospielbranche ist eigentlich aus dem Land so nicht mehr wegzudenken. Das würden wir alle hoffen und meinen. Ja. Und wir wünschen uns deswegen auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit und hoffen, dass mit diesen positiven Zahlen auch die Sichtbarkeit bei Entscheidungsträgern wahrgenommen wird, dass wir eine Zukunftsbranche sind, weil wir genau diese Digitalisierungsbranche auch darstellen, die in den letzten Jahren immer wieder im Fokus gestanden ist von politischen Entscheidungsträgern und weil wir auch aufgrund der sehr guten Ausbildung, die es in Österreich gibt, einen sehr, sehr hohen Akademikergrad zum Beispiel haben. Ja, der Akademikeranteil bei den Firmen in Österreich liegt bei etwas über 80% und das Altersdurchschnitt ist sehr, sehr jung. Das heißt, wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter mit sehr gutem Skill-Level, die in der Lage sind, auch bei internationalen Produktionen mitzuarbeiten. Mit welchen konkreten Schwierigkeiten hat die Videospielbranche eigentlich in Österreich zu kämpfen? Sichtbarkeit, wie ich gemeint habe, ist sicherlich ein Thema. Dann wie in allen Branchen, Finanzierung ist ein Thema. Die Branche ist nicht so bekannt. Das Geschäftsmodell ist ein bisschen schwierig für klassische Investment-Personen. Und von daher ist es schwierig zu überzeugen, dieses hohe Risiko, das wir darstellen, mit langen Entwicklungszeiten. Und wir entwickeln für einen Zeitgeist in 2 oder 3 Jahren, weil die Entwicklung so lange dauert. Und wir wissen nicht oder wir hoffen dann immer, dass die Ideen, die wir haben, reüssieren mit einem Publikum in 2, 3 Jahren. Und das ist dieser Risikofaktor, der sehr, sehr schwierig ist darzustellen. Alexander Hödelmoser, du bist einer der Mitentwickler von Roguebot 2.0. Magst du uns über euer Projekt ein bisschen was erzählen? Ja, gerne. Wir haben das Projekt begonnen im Ende 2021 im Studium an der FH Hagenberg in Oberösterreich. Wir sind zu fünft im Team und haben das Ganze über 1,5 Jahre circa entwickelt. Und jetzt haben wir vor kurzem den PGDA Talent Award gewonnen. Das ist ein Award, wo Studierende österreichweit ihre Gameprojekte einsenden können. Und dann hat es eine Shortlist gegeben auf der Level Up in Salzburg. Das war auch so ein Gaming-Festival und da haben wir dann den Award gewonnen und als Preis dürfen wir jetzt hier sein an der Gamescom und unser Spiel hier nochmal ausstellen. Leonhard Robin Schneidl, du bist der Lead-Programmer bei Roguebot 2.0. Was versteht man darunter? Also meine Hauptaufgabe ist es, alle Gameplay-Elemente und die Core-Features und so zu entwickeln und auch einfach alle Elemente, was erstellt werden, Assets und so zusammenzufügen und halt ins Spiel einzufügen, dass das mit den Features dann funktioniert. Kannst du uns sagen, was braucht es dafür für eine Ausbildung? Ich schätze mal, es wird sehr viele Menschen geben da draußen, die auch in die Videospielbranche einsteigen möchten. Also prinzipiell muss man einfach programmieren können, aber es hilft natürlich auch, wenn man die anderen Bereiche kennt. Also wenn man ein bisschen 3D modellieren kann, Audio und so, einfach, dass man weiß, wie man das am besten einbindet, damit es auch optimal funktioniert. Julia Mautner, du bist der Gründer und Besitzer von Still Alive Studios. Jetzt ist es ja nicht ganz selbstverständlich, dass man in Österreich ein Spielestudio gründet. Ja, ich bin der Gründer. Ja, wir haben direkt nach dem Studium angefangen
Und initial mehr gedacht, so, probieren wir es halt einmal. Und dann hat es echt funktioniert auch noch. Jetzt haben wir schon 11 Jahre im Markt. Wie viele Mitarbeiter hast du in deinem Unternehmen? Wir sind circa 70. Und welche Spiele entwickelt ihr? Wir fokussieren uns primär auf Simulationsspiele und Cozy Games, sogenannte Wohlfühlspiele. Und unser letzter Release war mit Garden Life, also wo du wirklich einen Garten deiner Träume pflegen kannst und den zum Wachsen bringen kannst, dass er so ausschaut, wie du willst. Die Spieleindustrie ist ja mit einer Wertschöpfung von rund 280 Millionen Euro sehr wichtig für Österreich. Ja, auf jeden Fall. Insgesamt ist sie ein großer Magnet für junges Talent, einerseits das einer zu holen und andererseits das Existierende dort zu halten. Und ich glaube, was vielen nicht so klar ist, ist, dass es, auch wenn es am Ende hübsch alles ausschaut, es ist ein hochtechnologisches Gebiet. Wir arbeiten wirklich mit den letzten Technologien, ob das jetzt im Bereich AI oder Code oder Generierung und so weiter betrifft, wo dann extreme Abstrahleffekte positiver Natur existieren für Automobil, Medizin, allerhand von IT-Technologien, die davon profitieren, wenn das Talent bei uns bleibt. Auch Innsbruck hat sein eigenes Entwicklerstudio, Clockstone Studios, gegründet von Michael Berg. Michael, wie schwierig ist es eigentlich, in Tirol ein Entwicklerstudio zu betreiben? Es ist sicherlich nicht der leichteste Fleck, gute Mitarbeiter zu finden. Aber wenn man mal Mitarbeiter hat, dann bleiben die häufig sehr gern, weil es ein schönes Land ist. Und deshalb sagen viele, ja, sie kommen dann auch ganz gern her, wenn man sie mal dazu motiviert hat, zu kommen. Michael, wie lange gibt es euch eigentlich schon? Es gibt es seit 2006, also wir sind durchaus bald unser 20-jähriges Jubiläum dann, ja. Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr? Wir sind zu 11 das Team jetzt. Es sind nicht ganz alle in Tirol, einer ist nach Japan ausgewandert. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber für ihn ist cool und aber er arbeitet weiterhin für uns. Und, ja. Du sprichst jetzt etwas an, er arbeitet von Japan aus für euch. Das heißt hauptsächlich Remote-Work. Genau, das funktioniert erstaunlich gut. Auch weil er ein Nachtarbeiter ist und dadurch dann gar nicht so viel Zeitunterschied ist. Aber wir haben uns schon seit Corona vor allem sehr auf Remote-Arbeit einstellen müssen und viel Homeoffice. Und ja, aber es funktioniert schon ganz gut, zum Glück. Vor welche Herausforderungen stellt euch eigentlich der Standort Österreich? Eine große Herausforderung ist sicherlich, dass die Lohnkosten relativ hoch sind im Vergleich zu anderen Ländern. Also da spürt man schon einfach die Konkurrenz, den Preisdruck. Und andererseits ist halt auch mit Innsbruck hat jetzt nicht direkt eine Uni, wo es einen Computerspielentwicklerzweig gibt. Und also gerade München oder andere Standorte sind da besser aufgestellt. Da gibt es auch einfach einen größeren Pool an Mitarbeitern, die man beziehen kann. Und deshalb braucht es dann schon immer oft auch gute Argumente, um Angestellte wirklich ins Land zu bekommen. Aber die haben wir in Tirol ja dann doch zum Glück, mögen viele die Berge und dann kommen dann doch auch wieder Mitarbeiter, die dann lang treu bleiben. Du bist dafür Advantage Austria. Kannst du uns zu Advantage Austria ein bisschen was erzählen? Sehr gerne. Also Advantage Austria ist die österreichische Internationalisierungsagentur. Wir sind Teil der Wirtschaftskammer Österreich und unser Ziel ist es, österreichische Unternehmen zu unterstützen, wenn sie international Fuß fassen möchten, sich vernetzen möchten. Wir bieten Plattformen, Vernetzungsmöglichkeiten und organisieren Messestände, Ausstellungen und Networking-Events. Jetzt haben wir ja gehört, dass die österreichische Videospielbranche mit rund 280 Millionen Euro ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor ist.
Das ist richtig. Also es wurde vor 3 Jahren eine Studie herausgegeben zur österreichischen Kreativwirtschaft. Und da ist auch ganz klar nach vorne gekommen, dass die österreichische Spielebranche die exportstärkste ist aller österreichischen Kreativbranchen. Und es ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Also, und wir sind sehr froh, dass wir hier mit einigen der größten, erfolgreichsten Unternehmen in Köln sind.